Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Geschichten rund um den Po. Ja, ich möchte mich mit euch gerne über den Po unterhalten. Vielleicht über Krankheiten, die den Po-Bereich, den gesamten Po-Bereich betreffen. Über Erotik und Sexualität, die diese Region betreffen. Oder vielleicht auch so über Schönheitsideale, über... ja, vielleicht sogar den Fetisch-Po. Es gibt ja Leute, die total auf Pos stehen. Wie sollten die aussehen? Wie guckt ihr sie am liebsten an? Und ich würde gerne, wenn sich das auch noch ergeben würde, würde ich mich sehr freuen, mit einem Proktologen mich unterhalten. Ein Proktologe ist ein Arzt, ein Chirurg oder ein Facharzt, der sich mit Enddarmerkrankungen beschäftigt. Hatten wir noch nie in der Sendung. Also wenn da jemand anruft, von Seiten der Ärzte fände ich es sehr interessant. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Inga und Inga ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Inga, du hast dich zum Thema Po gemeldet bei mir. Warum? Richtig, das Thema Po ist für mich also seit meinem 13. Lebensjahr ein Erzthema, ein Thema, das fast an erster Stelle steht, was zum Beispiel Klamottenkauf oder Selbstbewusstsein oder Eitelkeit oder wie auch immer steht, weil ich das Problem habe, dass ich absolut keinen Po habe. Also du hast keinen Po? Keinen. Nun hatte ich schon die Sorge, dass du vielleicht einen viel zu großen Po hast. Nein, nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich könnte, würde ich rauschen, wenn jemand einen zu großen Po hat. Aber keinen Po haben? Aber keinen Po zu haben, also das ist ganz, ganz flach wie ein Bügelbrett hinten, oder wie? Tischplatte. Oh, das ist hart. Ja. Ja, das ist wirklich hart. Da kann man auch nicht mogeln mit irgendwelchen Niederhosen oder Po-Lift-Niederhosen oder so. Ich habe ja mal gelesen, dass... Da kann man auch nichts heben. Kennst du den weltbekannten Sänger Ricky Martin? Ja. Kennst du den, diesen hübschen Kerl, ne? Der hat auch keinen Po. Und man sagt, der trägt immer so Hosen mit so Polstern hinten. Damit er schön knackig ist. Seit Jahren durch sämtliche speziellen Miedergeschäfte, Kaufhäuser, wie auch immer, ich habe noch keine einzige Miederhose mit Einlage gefunden. Das wundert mich sehr. Ja, denn dieses wundert mich auch. Ja. Ich würde also auch wirklich gerne viel Geld ausgeben. Ja. Weil es geht ja nur um die Optik. Ich meine, wenn man dann Partner hat, dann muss man sowieso Farbe bekennen. Natürlich, aber das betrifft doch nun bestimmt einige Frauen und eben auch Männer, die das mit also liebend gern kaufen würden, ne? So ein Produkt. So ein, ach, natürlich. Ja. Ich frage mich auch, zum Beispiel, es gibt auch viele magersüchtige Mädchen oder so, die auch mit Sicherheit dann keinen Po haben. Wo kaufen die ihre Hosen? Ja. Ich habe das Problem, ich habe seit ein paar Jahren, ich habe einmal drei Hosen gefunden, die mir einigermaßen passten. Die trage ich bis heute. Ich habe jetzt schon 6 oder 7 Jahre. Aber ist es dann nicht so, dass du eher in deinem Leben dann auf Hosen verzichtet hast? Weil es Nein, da so ich habe dazu auch noch das Problem, dass ich spindeldürre Beine habe. Ach, das auch noch. Ja, das ich heißt, habe meine Beine sind so dünn wie bei anderen die Arme. Das heißt also, der Rock ist auch nicht so die ideale Variante. Der Rock, es geht nur Hose. Mit 13 Jahren wurde es dir klar? Mit 13 Jahren wurde es mir bewusst, als man so anfing, so sich eben halt für Klamotten und Disco und so zu interessieren. Und immer wenn ich was angezogen habe von hinten, dann kamen also immer die Tränen. Und es wurde im Laufe des Lebens immer schlimmer. Ich habe richtige Komplexe deswegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da hilft auch kein Training oder Sport oder so. Alles hinter hilft nichts. Das ist wirklich da ganz. Da ist einfach kein Fettgewebe, kein Muskelgewebe, da ist nichts. Wie hast du das gemacht, wenn du so als junges Mädel in der Disco warst? Hast du dich immer so hingestellt, damit die Jungs nicht den Hintern sehen? Ich habe immer Sachen angezogen, Blusen, und dann kaschieren. Und dann nach hinten geshoppt. Ja. Wie war es dann so in der ersten Zeit, wenn du einen Freund hattest und man landete dann im Bett? Furchtbare Komplexe. Furchtbare Komplexe. Wie haben die Männer oder die Jungs darauf reagiert? In dem Alter also ich habe so eine erste Beziehung gehabt mit 18. Eigentlich da noch nicht, aber dann in späteren Beziehungen. Da war es denn schon eigentlich immer so ein Faktor, dass man dann gerne geneckt wurde. Ach so. Also von vorne ist das eigentlich alles ganz gut. Ich bin recht hübsch und habe auch genug Busen und so. Ja. Und ich habe mich also auch schon erkundigt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das irgendwie wie beim Busen Implantate zu bekommen oder so. Aber ich habe in Schönheitskliniken angerufen. Es macht keiner.
Das ist aber auch. Das konnte mir keiner erklären. Das ist auch interessant, das wusste ich auch nicht, dass man den Po nicht aufpolstern richtig. Kann durch also eine Schönheitsoperation. Zumindest habe ich keine Klinik gefunden, die das macht. Mhm. Gab es denn dann so ganz krasse Aussagen von Männern, die gesagt haben, na, von vorne ist sie klasse, aber ja. man darf sie nicht umdrehen? Ja, ja. Das gab es. Ja, ja. Das tut ja. aber dann sehr weh. Das tut wahnsinnig weh. Mhm. Ich hatte in der Schule das Problem, dass ich also da busenmäßig sehr, sehr spät mich erst entwickelt habe und hatte in der Schule schon, so in den letzten beiden Klassen, den Spitznamen Bügelbrett. Alle anderen Mädchen hatten schon Busen und ich war flach im Brett. Wie gehen denn da eigentlich Frauen mit um? Merkst du, dass Frauen da auch hämisch drauf gucken? Nein. Nein? Nein, nein. Mhm. Weil die Frauen sind ja auch oft neidisch untereinander, wie so die andere Frau aussieht, wie sie angezogen ist und so. Da gibt es nicht Blicke, nö, so der Genugtuung nach dem Motto, ich habe einen tollen Po und die hat einen flachen. Nö, das nicht. Nö. Mhm. Eigentlich eher im Gegenteil, so, dass sie so mehr spielerisch so damit umgehen. Mhm. Dass sie dann sagen, na, ist ja wirklich nicht so viel oder so. oder kann man nicht unbedingt eine Taste drauf abstellen. Du bist ja 50 Jahre alt, aber das ist nach wie vor ein Top-Thema für dich. Das ist dich, nach ne? wie vor, ja, es wird auch bis an mein Lebensende ja. ein Top-Thema bleiben. Bist du verheiratet? Nein. Nein. Hast du eine Beziehung im Moment? Im Moment habe ich keine Beziehung, nein. Nicht. Hat aber jetzt damit nichts zu tun. Ja. Aber wenn das so eingebrannt ist, kann ich mir vorstellen, dass das man eben auch im Alter von 50... Das ist jemand, der eine große Narbe im Gesicht hat. Mhm. So ist das bei mir. Ich kann zum Beispiel keine topmodischen Sachen kaufen, weil alles geht nur bis zur Taille. Und ich muss immer Sachen haben, die länger sind, die über den Po drüber hinweggehen. Aber vielleicht können wir ja so einen kleinen kreativen Schub heute Abend hier an die Textilindustrie geben. Ja, das nämlich wäre, ich kenne also auch ein paar Frauen, die das gleiche Problem ja, haben. Ja, die sollen verdammt mal sowas herstellen. Die ne? sollen das, sowas herstellen. Genau, das, was die für Ricky Martin herstellen können, können sie auch in der Großproduktion herstellen, ne? für euch. Wirklich. Und die und ist das, nötiger. Ich muss jetzt neue Hosen kaufen, das bereitet mir Herzrasen. Ich habe Schweißausbrüche nur bei dem Gedanken, dass ich Hosen kaufen muss. Schämst du dich dann? Hosen rein in die Kabine und hänge 10 Hosen wieder zurück. Ja. Schämst du dich dann auch vor den Verkäuferinnen oder vor den Verkäufern? Ja, das ja, auch. Ja, ja. Ich schäme mich eigentlich generell. Geht das denn so weit, dass du, wenn du mit jemandem ins Bett steigst, gerne es auch eigentlich erstmal am Anfang im Dunkeln machst? Allerdings. Auch. Allerdings. Das ist wirklich so ein Handicap, wo man sagt, damit muss man auf Gedeih und Verderb irgendwie mit leben. Ja, Da hilft auch kein Trösten oder so, ne? Es ist einfach nervig und das ist wirklich furchtbar nervig. Also, wenn es eine Operationsmethode geben würde, ich würde also wirklich einen Kredit dafür aufnehmen. Also manche Mädchen jetzt, die keinen Busen haben. Ja. Das würde mir so viel geben. Ich kriege von einer Bekannten schon mal hübsche Sachen geschenkt und die fragt mich dann immer, warum trägst du das denn nicht? Und dann maul ich so rum und ne, so. Irgendwann muss ich dann mal sagen, weil ich keinen Hintern habe. Ja, ich kann es nicht anziehen, das geht nicht. Also ich werde dir nicht wünschen, dass der Po nachwächst, sondern ich wünsche dir, das ist ein bisschen realistischer. Ich wünsche dir einfach eine Strumpfhose, die man gut auspolstern kann hinten. Dass du die findest. Ja. Irgend sowas. Also, ne? So Uplift-Strumpfhosen nützen bei mir nichts, weil da gibt's nichts zum Lüften. Nee, aber so richtig, die mit Polster. Mich worüber würde auch mal interessieren, ob das irgendwie so anthroposophisch irgendwie nachvollziehbar ist. Ob es so Typen, so bestimmte Menschentypen gibt, die einen haben also sag das was über den Menschen aus, wenn er einen ganz flachen Po hat. Ja, richtig. Ne? Zum Beispiel, was ist das für ein Charakter? Ja. Na, vielleicht ruft uns noch jemand an und gibt uns darüber Auskunft. Das würde mich könnte wirklich sein. Mal interessieren. Ich danke für deinen Anruf und alles Liebe, alles Gute, Inga. Schönes Trotz noch, flachem ja? Po. Tschüss. Geschichten rund um den Po heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Krankheiten, die so den Po betreffen, über Sex und Erotik, die den Po betreffen. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, gerne möchtet, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und gerne würde ich auch mit einem Proktologen reden. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Es gibt nicht so sehr viele Ärzte, die sich mit dem Enddarmbereich beschäftigen. Aber vielleicht schaut der eine oder andere zu und hat vielleicht auch Lust anzurufen und schafft es vielleicht auch durchzukommen. Ja, toll. Geschichten rund um den Po. Karim ist dran, 28 Jahre alt. Hallo Domian. Das ist aber nicht der Karim, den wir so kennen aus dem Fernsehen. Nee, das ist er nicht. Big Brother, ne? Aber das haben wir schon alle wieder vergessen. Karim. Ja. Po. Po. Ja, leg los. Leidige Geschichte, letztes Jahr um die Zeit ungefähr. Ja. Da befand ich mich im Examen, musste noch meine Staatsarbeit schreiben. In welchem Gebiet? Sozialwissenschaften. Ja. Ich komme aus Duisburg übrigens damit. Ich habe gar nicht gesagt, wo ich herkomme, glaube ich, ne? Ja. Kann man mich verstehen? Wunderbar. Prima. Ja, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich letztes Jahr eine Odyssee durch Krankenhäuser und durch Ärzte erlebt habe, nur wegen einem Abszess am Steißbein. Mhm.
Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was ein Abszess am Steißbein ist. Oh, ich ahne es schon. Es ist noch schlimmer. Noch schlimmer? Es ist noch schlimmer, ja. Wie groß war dieses, sagt man eigentlich dieser oder dieses Abszess? Dieser Abszess, glaube ich, ne? Als dieser Abszess. Dieser Abszess. Dieser Abszess. Wie groß war der? Der war eigentlich erstmal ganz klein. Es war eigentlich nur ein kleiner Pickel, der sich dann immer wieder größer entpuppte, als er war. Und ich war zuerst beim Urologen. Der hat mir da irgend so eine Salbe gegeben, die das ganze Zeug da so ein bisschen... Aber der Urologe ist doch für vorne zuständig so und nicht für hinten auf der Haut. Ja, aber er ist doch für die Gegend da unten zuständig. Na gut, okay, Urologe. Also er hat eine Salbe verschrieben. Ja, irgend so eine Salbe, Ichtolan heißt, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Und so eine schwarze, sehr delikate Salbe, die dann auch unglaublich lecker riecht. Ja. Und die musste man da auftragen und das sorgt dafür, dass dieser Entzündungsherd so rauskommt. Ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm, Domian. Ja, erzähl, wie es schlimmer wurde dann. Wir sind tapfer, wir hören zu. Okay, das ist eigentlich gar keine delikate Geschichte, aber trotzdem, die erzähle ich jetzt. Ja. Beim Urologen, der hat mich dann sozusagen behandelt und irgendwann war er auch einfach sprachlos und wusste auch nichts mehr, hat er mich zum Krankenhaus überwiesen. Wie groß war das Ding da mittlerweile? Das ist dann schon derbe groß geworden, also es hat sich auch richtig vergrößert und dann so eine richtige Fläche am Po gebildet. Na, wie groß? Sag mal so ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Also, das war bestimmt eine halbe Hand breit. Eine halbe Hand breit? Ja, also der Pickel an sich, der war einfach nur klein. Mhm. Aber drumherum hat sich das... Und das tat auch alles weh, diese halbe Hand breit. Höllenschmerz. Auf dem Steißbein. Du dann ins Krankenhaus. Dann bin ich zum Krankenhaus. Ja. Und dort hat man mich sofort auch am selben Tag noch unter Vollnarkose, ja, ambulant operiert. Das Ding weggeschnitten. Genau. Die halbe Hand breit, die ganze Fläche weggeschnitten? Nee, die haben nur ein kleines Loch da reingemacht und das ganze Zeug da rausgepult. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ich war ja schließlich weggetreten. Du sagst, das ganze Zeug rausgepult, weil das ganz eitrig und ja, wässrig. Ja, das muss eitrig gewesen sein. Mhm. Also, es war eine Eitermasse hier drin, weil die wurde auch richtig hart. Mhm. So, da wacht man auf dem Bauch liegend irgendwann auf. Nee, ich habe schon auf dem Rücken gelegen. Ah ja. Weil du merkst den Schmerz ja gar nicht, wenn du in der Narkose bist. Wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich aufgewacht und bin dann auch abends abgeholt worden von meinem Bruder, der hat mich dann nach Hause gefahren und musste dann alle zwei Tage dorthin wegen einem Verbandswechsel. Mhm. Und das war ja bis dahin noch einigermaßen erträglich, weil es nur einmal passiert ist. Aber kurze Zeit später, nämlich genau anderthalb Wochen später, ist so ein ähnliches Teil ungefähr 3 Zentimeter tiefer unten noch mal herausgekommen. Also diese Operation war erfolgreich, das war gut weggeschnitten. Richtig, ja. Und jetzt war es aber quasi gestreut, ein bisschen tiefer und es kam wieder. Es kam wieder, ja. Hieß das, dass du dann wieder ins Krankenhaus musstest und operiert werden musstest? Ich wurde nochmal ins Krankenhaus eingeliefert und diesmal aber auch stationär. Mhm. Aber in diesen ganzen Zwischenzeiten, bevor du ins Krankenhaus kamst oder während du da wieder zu Hause warst, nach dem ersten Krankenhausaufenthalt, kann man da sitzen? Kann man da dann normal im Bett liegen? Man kann liegen, aber auch nur unter Schmerzen. Mhm. Also das Ganze war auch einigermaßen offen da unten. Mhm. Wie war es beim Gehen? Ich denke mir, das scheuert da auch, wenn man die Hose, die Unterhose so drauf hat. Ja, man hatte dann Verband bekommen, was dann auch hinterher abgepflastert wurde. So, das zweite Mal ins Krankenhaus. Mhm. Und dann? Ja, da wurde ich halt stationär behandelt. Mhm. Und da wollte man dann auch direkt sofort die OP innerhalb von ein, zwei Tagen machen. Mhm. Das hat man dann auch getan. Und das Problem war halt einfach nur, dass die Stelle sowieso auch noch unten wund war. Mhm. Und es wurde aber trotzdem operiert. Hat denn diese Operation gefruchtet? Ist es gut gegangen und hat es genutzt? Es hat genutzt, keine Frage. Und es kam nichts Neues? Es kam danach nichts Neues, obwohl man vermutet hatte, dass... Toi, 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 ne? Bis ja, heute. Ich klopfe heute noch auf Holz. Mann. Wie viele Wochen hast du dich damit rumgeschlagen insgesamt? Also es waren gute, also mit Vor- und Nachbehandlung 5 Wochen, 6 Wochen. 5 Wochen. Mhm. Ich musste ja fast jeden zweiten, dritten Tag dorthin, um dieses... Verbandswechsel dazu. Wie kriegt man denn sowas? Wie entsteht das denn? Ach, wenn ich das wüsste. Also der Arzt sagte, dadurch, dass da unten ja auch eine relativ heiße Stelle ist, dadurch, dass da auch Haare sind und so, ist die Gefahr sehr groß, dass sich das entzündet. Naja, gut, aber... Und es müssen sich halt irgendwelche Haarwurzeln entzündet haben. Ach so. Und durch die Hitze halt, durch enge Hosen oder durch Sitzen und keine Ahnung was. Ich saß ja dann auch am Schreibtisch sehr häufig. Das heißt, man kann da gar nicht richtig vorbeugen, wenn es einen trifft, dann trifft es einen. Wenn es einen trifft, dann trifft es einen. Es kann auch wirklich bis zu, ich weiß nicht wie oft. Aber wo du sagst, eine heiße Stelle, man sollte also viel kühlen, ne? Immer so ja, das auch, kühle das Lappen um einen rumlegen unten, damit man keine Abszesse bekommt.
Jetzt kriege ich schon Angst, wo ich hier so ganz still sitze. Da wird einem ja auch so ein bisschen heiß während der Sendung. Ne? Nicht, dass ich jetzt auch irgendwie... Er muss aufpassen, wenn es tropft, wird es verdächtig. Lieber Karim, das ist eine üble Geschichte. Das ist eine verdammt üble Geschichte, aber das war noch nicht alles. Ach, noch was? Ja, also viel nicht. Das Problem ist, man hat hier vermutet, dass ich da unten einen Fistelgang habe, weil das jetzt zweimal hintereinander und unmittelbar sofort auch sich entzündet hatte. Fistelgang heißt, man vermutet, dass da ein unterirdischer Gang ist, der dazu führt, dass da noch mehrere Fisteln entstehen. Ja, ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Ja. Genau, das war der Fall. Und dann hat man mir dort am Tag gesagt, ja, wir müssen eine Enddarmspiegelung machen. Ach. Und ich hatte im Krankenhaus auch gleichzeitig eine Halsentzündung bekommen. Mhm. Und wenn man eine Enddarmspiegelung machen muss, dann muss man irgendwie so eine schwarze Flüssigkeit trinken, die auch sehr lecker schmeckt. Und wenn du eine Halsentzündung hast, kriegst du die kaum runter. Mhm. Aber wenn du die Flüssigkeit trinkst und den Enddarm sozusagen spiegeln musst am nächsten Tag, dann musst du aber auch einen leeren Enddarm haben. Mhm. Das heißt, du musst viel trinken, damit er sich dann auch irgendwann... Ich glaube, du meinst Dickdarm, ne? Weil der Enddarm ist ja relativ klein. Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall war das eine Enddarmspiegelung. Okay. Das sollte durchgeführt werden. Ja. Und ich konnte aber nichts trinken. Und so hatte ich diese Flüssigkeit getrunken, die ja dafür sorgt, dass sich der Enddarm praktisch leert, oder der Dickdarm leert. Mhm. Ich hatte aber wenig trinken können, weil mein Hals mir wehtat. Mhm. Und so musste ich dann mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Klo rennen, weil dieses Zeug ja gewirkt hat. Mhm. Und kam aber nichts raus, weil ich ja keine Flüssigkeit getrunken habe. Mhm. Und das ist ja doch gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist, dass die Ärzte mir unmittelbar 20 Minuten, nachdem ich das Zeug getrunken habe, gesagt haben, nee, wir machen es doch nicht, weil das da unten alles noch so wund ist. Mhm. Also es war... Also das war der I-Punkt auf das Ganze noch drauf. Das war der I-Punkt auf der ganzen Geschichte. Man hat es wahrscheinlich später wiederholt. Ist dabei irgendwas rausgekommen? Nee, ich habe bis heute noch keine Enddarmspiegelung gemacht, weil sich das Ganze beruhigt hat. Und ist ja auch nicht so schön wahrscheinlich. Ich wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben. Wir wollen hoffen, dass du keinen Abszess mehr bekommst. Ja, ich klopfe auch noch. Hoffst du auch, ne? Ja, ich hoffe. Karim, alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Geschichten rund um den Po. Thema bei Domian. Und deshalb hat auch angerufen Raimund, und Raimund ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, servus, lieber Domian. Schöne Grüße in den Süden. Also Österreich, noch schöner. Ja, das ist ja schwierig. Das weiß ich, das ist kompliziert. Aber jetzt habe ich das technisch durchgeboxt. Ja. Und bin froh darüber. Ja, mir persönlich ist das Thema sehr am Herzen. Ja. Weil ich, als Kind immer das Problem gehabt habe, dass man gesagt hat, naja, der Po ist dreckig. Mhm. Das ist an und für sich was Schlimmes, was Garstiges. Ja, so sind wir alle erzogen worden, glaube ich. Bitte? So sind wir alle erzogen worden, ne? Voll das ist so eine Bach-Region. Ja, und dann bin ich aber draufgekommen, dass es eigentlich sehr was Erotisches ist. Ah. Und mir das sehr, sehr bereichert in meiner Sexualität. Wann, in welchem Alter ungefähr hast du gemerkt, das ist eigentlich doch auch was Attraktives oder für mich Anziehendes? Naja, das habe ich so gemerkt in der Pubertät, mit 13 Jahren, wenn man so das erste Mal in die Disco geht, wenn man mal bei so einer Party ist, wo Mädchen dabei sind und wo man etwas tiefer greifen darf. Ja. Oder, seitdem, ganz flapsig gefragt, guckst du gerne auf die Pos der Frauen? Oder absolut immer auf die Pos der Frauen? Ich bin verheiratet und wenn eine Frau hat, so halbwegs einen schönen, muss ich sagen. Ja. Und wir gehen ab und zu Swinger Group. Mhm. Und ich muss sagen, wir waren einmal bei so einer Party und da hat es eben ein Gegenüber gegeben. Da habe ich das eben mich sexuell auch gut stimulieren können. Also ich mache das, also wenn es bei mir nicht so gut läuft und ich bin sehr müde oder was, das ist immer noch so eine Sache, was mich antörnt. Also der Po macht es bei dir. Ja, der macht es. Kann ich... Aber ich sage dir was, ich bin aber einer, der... Ich kann mich höchstens als bisexuell bezeichnen, muss ich sagen. Mhm. Wenn überhaupt. Also, ja, zu dem stehe ich auch, muss ich sagen. Mhm. Aber bin gar nicht, hätte vielleicht schon mal mehrere Männer gern gehabt, aber das hat es nie ergeben. Also stehst du auch auf Männerpos? Nein, nicht. Das nicht. Also bisexuell ein bisschen, aber nicht auf Männerpos. Lass mich mal fragen, ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich dann ein Po-Fetischist, ne, kann man sagen. Wenn ja, aber so nur was Frauen angeht. Nur was Frauen angeht. Ja. Hast du so ein, kannst du so den Ideal-Po beschreiben von einer Frau, wo du sagst, wow, der ist naja, es, der macht nicht. Das selbst wissen, glaube ich, dass eben diese Birnenform an und für sich gefragt ist. Ein Birnenpo. Ein Po, der wie eine Birne geformt ist. Ja, ja. Schön gerundet. Ja, ja. Ja. Das ist es so.
Ja, und das ist noch eigentlich diese Sache, was einen antört. Wichtig ist nur, dass man sich dabei wohlfühlt und dass, vor allem, es gibt ja so viele Frauen, mir ist der Vorderteil oft nicht so wichtig, aber wenn ich, du weißt, du hast schon sehr viele Fetischisten hier gehabt, die auf Stiefel stehen oder auf Füße Fetischisten und so. Und ich bin halt ein Pro-Fetischist. Hatte ich bisher wirklich noch nie so, der das so ganz exakt gesagt hat. Beschränkt sich das bei dir, der Spaß an dem Po, auf das reine Anschauen oder magst du auch gerne Analsex? Wie gesagt, nur... Hallo? Ja, ich höre dich noch. Es hat irgendwas gepiepst, aber ich höre dich. Ja. Es ist eigentlich Analsex, wie gesagt, nur bei Frauen. Ja, ja, klar. Hm, habe ich auch schon gesagt. Aber wie gesagt, eher selten, das ist nicht immer das meine, aber es kann schon mal vorkommen. Es gehört, wie gesagt, auch zum Sex dazu. Gehst du denn auch so weit, dass du auch gern mal den Po einer schönen Frau, einen schönen Po auch gerne küsst und liebkost mit dem Mund? Ist das so weit, gehst du auch? Ach, nun ist er weg. Österreich hat die Leitung gekappt. Das ist ja, wenn man ins Ausland telefoniert, so weit raus, dann ist das alles ein bisschen schwierig. Hätte ich auch gerne noch die Antwort von ihm gehört. Nun gut, ein Po-Fetischist aus Österreich war das. Jetzt bin ich verbunden mit Ingo. Und Ingo ist auch 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß Hallo. Dich, moin Domian. Hallo Ingo, bist du auch ein Po-Fetischist? Fast. Fast. Also ein echter Fetischist in dem Sinne nicht. Ja. Ich muss dazu sagen, meine drei Hauptlebensgefährten, ich bin ja nun 40, habe auch ein, zwei Frauen kennengelernt und mit denen zusammengelebt und so weiter. Aber die hast du nicht alle drei im Moment? Nee, nacheinander natürlich. Also klar. Da bin ich, das ist die konservative Ader, die da bei mir durchschlägt. Und der erste Reiz, der ging vom Po aus, vom Po der Frau aus. Aha. Also ich sah die Frau und dann den Po und... Hast du zuerst die Frau gesehen oder erst den Po? Also natürlich die Frau, ist klar, so als Ganzes. Ja, ne? Natürlich. Du hast ihr in die Augen geguckt natürlich. Und ja, ja, aber das, was mich am meisten angesprochen hat, oder wo der Blick zuerst hinging, war der Po. Was war toll an dem Po? Beschreib ihn uns, damit wir alle auch Spaß dran haben. Also der hatte eine Herzform. Der war herzlich. Herz. Also keine Birne, sondern ein Herz. Birne nicht. Also wie ein Herz, der war sinnlich, reizvoll, erotisch. War er so... Also zum Anpacken was? Oder eher so ein kleiner süßer Popo? Dazwischen. Also nicht die Rubensfrau? Es musste Fleisch dran sein. Also es muss Fleisch dran jetzt sein. Nicht diese Twiggy-Modelle oder so. Ja, aber es darf auch nicht die Rubensfrau sein, nein, wenn man so richtig ran... Die auf keinen Fall. So nee, also Rubensfan bin ich nicht. Nee, aber also kam zuerst der Po und dann natürlich der ganze andere Rest, ne? So mit Kennenlernen und so weiter. Aber der Po war immer... Das entscheidende Kriterium. Ja, aber dann bist du ja auch irgendwie, wie ich das gerade bei dem Raimund sagte, auch irgendwie schon so ein Po-Fetischist, ne? Wenn das so ein wichtiges Reizmuster ist. Also ich stehe drauf, wie andere auf große Busen oder sonst was stehen. Ja, das heißt, du sagst, du hast drei große Beziehungen gehabt. Und ist das bei allen dreien so gewesen, dass der erste Reiz war? Also bei allen dreien, wo die Beziehung auch schön war, dauerhaft und schön war. Da war das von Anfang an so, ich sah den Po, also ich sah die Frau natürlich, ist klar, der Blick auf den Po und dann kam natürlich das andere so mit Chemie und Gefühl und so weiter. Aber witzigerweise, das erste war der Po. Aber wenn du sie rumdrehst von der anderen Seite, interessiert sie dich auch? Ja, natürlich auf alle Fälle, das ist ganz klar. Wie weit gehst du sexuell beim Po? Ist es nur so eine ästhetische Sache oder gehst du auch eher gerne mal ran? Also ich gehe auch gerne mal ran, das heißt, wobei ich anal völlig ausschließe, reizt mich nicht. Das schließt du aus. Obwohl in meinem Bekanntenkreis auch etliche oder einige Schwule sind und so weiter. Naja, das ist ja nun keine Praktik nur der Schwulen. Nee, natürlich nicht. Wie viele hetero Männer haben Spaß am Analsex? Ne? Ja, nee, das ist klar. Also ich... Du nicht, okay, ist ja auch in Ordnung. Genau. Ich küsse Liebkose den Po, ich mag ihn, ich liebe ihn und er fand mich an. Bist du denn da auch sehr empfindlich? Sagst du denn, also wenn ich den Po schon küsse und auch richtig intensiv küsse, muss er aber auch super sauber sein und die muss toll gebadet haben vorher die Frau? Oder ist es hier ein bisschen... Nee, also es ist ganz klar, hier im hohen Norden kann das auch mal im Sommer ein bisschen heißer werden, da darf auch ein bisschen salzig sein oder so. Ja. Aber er sollte natürlich weiß sein und nicht irgendwie bräunlich oder so. Ja. Ist klar. Also das ist ganz klar. Aber das setze ich auch bei mir voraus, wenn wir da irgendwas veranstalten, dass ich dann insoweit okay bin. Wie sind denn die Frauen damit umgegangen, dass du so einen Spaß an ihren Pos hattest? Fanden die das schmeichelhaft oder war denen das eher ein bisschen unangenehm und peinlich? Ja, also die haben das durchaus genossen. Mhm. Und
Und ja, die fanden das schmeichelhaft, haben das genossen und ja, die hat das auch angetan. Könntest du mit einer Frau zusammen sein? Oder könntest du eine Frau wirklich auch richtig geil finden, die, wie die arme Inge vorhin, die am Anfang dran war, die sagt, ich habe einen absoluten Flachpo und dann. Ja, habe ich mitverfolgt. Also ich bin mit ein, zwei Frauen so zusammen gewesen, wo der Po nicht in Ordnung war, so nach meinem ästhetischen Empfinden her, hört sich beknackt an vielleicht jetzt, besonders für Inge natürlich. Das hat mich nicht so richtig in Fahrt gebracht. Also es hat mich auch nicht in Fahrt gebracht. Ja, ist auch verständlich. Hat insgesamt auch mit den Frauen nicht gestimmt. Ja, also ich meine, natürlich nicht nur der Po. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, jeder Mensch hat ja andere Reizmuster und wenn die nicht erfüllt sind, dann muss man sich ja nicht verschämen, das zu sagen. Man kann sich da auch zu bekennen. Da stehe ich auch so. Wenn du auf der Straße so im Sommer im Café sitzt, ne, und die Mädels gehen so vorbei, wie hast du am liebsten einen Po angezogen? Magst du die Mädels am liebsten in einem sehr engen Minirock? Das ist mir völlig egal. Ich hab, oder in einer ganz engen Hose oder in so Leggings oder irgend sowas. Nee, das ist völlig egal. Und da habe ich auch das Empfinden, das ist fast scheißegal, was die anhaben. Mhm. Das kann so ein absoluter Lotterlook sein. Das kann bis hin über ein String Bikini Tanga oder sogar FKK-Strand kann ich sitzen und mir das angucken. Aber das ist natürlich. Ist völlig wurscht. Ja, man ahnt es, man sieht es. Zum einen und zum anderen ist es natürlich nicht nur der Po, es ist auch die Bewegung der Frau an sich. Genau, ja. Ne? Genau, ein Po schwingt ja, ne? Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, er muss schwingen, also ein komischer Vergleich vielleicht, aber er muss schlagen wie ein Herz praktisch. Schön gesagt. Ja. Also ein guter Frauenpo muss aussehen wie ein Herz für dich, ne? Und er muss schön rhythmisch schlagen wie ein Herz beim Gehen. Genau. Wow, sind wir poetisch. Hör mal, andersrum gibt es ja auch viele Frauen, die auf Männerpos stehen. Ja. Ist dir solche eine Frau auch schon mal begegnet, die scharf war auf deinen Po? Ja, so sind wir zusammengekommen. So sind wir zusammengekommen. Mit meiner letzten Lebensgefährtin, jetzt mit der ich immer noch langjährig zusammen bin. Das ist ja toll. Also wir haben die beiden Pros sich da quasi angezogen. Wie gehst du denn? Muss mal Gesetzesbruch gewesen sein. Wie gehst du denn damit um? Ist dir das angenehm, wenn sie deinen Po? Aber total, natürlich. Total, ist doch klar, weil das ist bei uns auch so ein Ding, dass wir, also wir sind keine Hochleistungssportler oder Bodybuilding-Typen oder treiben uns irgendwie in diesem ganzen Muskelpaket-Leben darum. Aber dennoch gibt es ja doch biologische Schwierigkeiten in dem Alter. Du bist 40 Jahre alt. Wie alt ist deine Freundin jetzt? Die ist 6 Jahre älter, 46. 46, gut. Da macht ihr was, dass der Po auch schön stramm bleibt? Ja gut, wir sind beide temperamentvoll und wir das sind neugierig. Das heißt, wir setzen uns gerne mal aufs Motorrad. Das trainiert den Po noch nicht, auf dem Motorrad sitzen. Wie bitte? Das trainiert den Po noch nicht, auf dem Motorrad sitzen. Nein, natürlich nicht. Aber wir fangen also so vor zweieinhalb Jahren sind wir jetzt angefangen, Rollerblade zu fahren und danach ausgiebig. Mhm. Das trainiert natürlich auch so ein bisschen, dann gehen wir spazieren und. Also es gibt schon Betätigungen, die den Po auch etwas trainieren. Ja, natürlich. Nur haben ja leider Gott ein bisschen fit bleiben, das ist klar. Ja, genau. Nur haben leider die Mädels ein bisschen eher das Problem als wir Jungs. Nicht nur, ne, würde ich nicht sagen. Also im Bekanntenkreis ist das so 50-50, das liegt an der Mentalität. Mhm. Ja, wie ist das denn, wenn beispielsweise jetzt der Po einer Frau nachlässt und er anfängt doch zu hängen oder wabbelig zu werden oder Orangenhaut und so? Ist das für dich der absolute Lustkiller oder sagst du, wenn ein Po erstmal mich einmal erobert hat, nehme ich das auch gerne in Kauf? Ich nehme es in Kauf. Also ich hab's bisher noch nicht gehabt. Ich habe es bei einer Frau gehabt, dass sie, also mit der hatte ich auch zwei Kinder, da war natürlich nach der Schwangerschaft, ist ganz klar, nicht nur der Bauch ein bisschen mehr, sondern auch Hüfte, Po und so weiter. Und die hatte aber von ganz alleine den Ehrgeiz, dass sie dann eben ihre alte Figur wieder haben wollte. Aber das hat mich zwischendurch nicht abgeturnt oder nicht irritiert oder lustlos gemacht. Also wenn die Frau mich hatte, sag ich mal. Dann hatte sie dich auch. Dann hatte sie mich auch und dann wurde mich so schnell wieder los. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf, Ingo. Ich danke dir, Lohmian. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Ich habe jetzt hier bei mir am Telefon Rüdiger. Und Rüdiger ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, Rüdiger. Hallo. Geschichten rund mit dem Po. Ja, deswegen rufe ich an. Ja. Also, es ist für mich irgendwo etwas schwierig. Also, es ist für mich irgendwo so eine Sache, so, ich stehe so ein bisschen zwischen den Fronten. Das heißt, zwar, im Klartext? Ja, also zunächst mal, also ich bin schwul. Mhm. Auf der einen Seite finde ich Pos total erotisch, also zum Anschauen. Und auf der anderen Seite, was die sexuelle Ebene anbelangt,
Analverkehr ist also für mich unvorstellbar. Mhm. Als Schwuler? Richtig, ja. Wie kommt das? Warum? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist irgendwo, also wenn ich den aktiven Part spiele, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Und auf der passiven Seite habe ich also schlechte Erfahrungen gemacht. Es war also sehr schmerzhaft und von daher gesehen möchte ich das auch nicht mehr. Mhm. Und es sind dadurch schon zwei Beziehungen irgendwo so in die Brüche gegangen. Ich denke mal, man kann das darauf zurückführen. Ja. Und von daher gesehen. Aber das ist ja schon ein bisschen seltsam. Ne? Du sagst, so ästhetisch oder so vom Anschauen und von der Optik, ja, überhaupt stehst du sehr auf Männerpos. Auf schöne, ja, gerne. Total gerne. Wie sollen die bei dir aussehen? Hast du da so ein Ideal? Ja, irgendwo schon klein, knackig. Klein, knackig. Behaart, ja, oder unbehaart? Nö, dann eher unbehaart. Unbehaart, also, Behaarung allgemein finde ich nicht unbedingt so schön, aber... Mhm. Und du gehst auch in einer gewissen Weise erotisch mit dem Po um? Das heißt, du küsst ihn, du streichelst ihn? Ich habe auch zum Beispiel überhaupt keine Probleme damit, einen schönen Po zu küssen oder so. Also du haben ja gerade immer so ganz vornehm gesagt, den Po küssen. Wir fragen uns jetzt alle natürlich, was heißt das, den Po küssen? Heißt das jetzt die Po Backen küssen? Richtig, genau. Oder geht man noch ein bisschen tiefer rein? Nein. Das also nicht? Das könnte ich nicht. Ja. Du kannst es nicht erklären, warum du letztendlich diese sexuelle Praktik, die ja nun bei Schwulen durchaus verbreitet ist. Richtig, und ja. bei Heteros eben auch, wie ich vorhin sagte. Ja, das. Ist das für dich so irgendwie, ist das ekelt dich das sogar ein bisschen? Ja, irgendwo schon, ja. Was genau ekelt dich da? Ja, es ist ja nun, also ich habe es ja nun schon erlebt und es ist ja nun auch irgendwo so mit Geruch verbunden meistens. Und also zumindest habe ich es so erlebt und das hat mich einfach irgendwo einfach nur angeekelt. Mhm. Und auf der anderen Seite, wieder, wenn du der Passive bist, ist es verbunden, zumindest anfänglich mit Schmerzen, ne, wenn man da nicht trainiert ist. Ja. Könnte mir auch vorstellen, dass du dann, wie du es auch gerade schon gesagt hast, so in der schwulen Welt doch deine Schwierigkeiten hast. Habe ich auch, ja. Mhm. Weil über kurz oder lang läuft es darauf hinaus oder manche wollen es halt sofort schon. Ne? Ja. Wie erklärst du denn den Jungs das dann? Du sagst, ich ekel mich vor dir, wenn ich da... Naja, das ist ja eben die Schwierigkeit dabei. Das ist ja eben genau das Problem. Ich weiß nicht, wie ich das dann halt sagen soll. Mhm. Weil im Grunde genommen, also ich habe das auch schon erlebt, dass ich also in jemanden total verliebt war und dass ich also irgendwo alles konnte und nur das eben nicht. Mhm. Und aber ist das nicht so ein Punkt, wenn man sehr in jemanden verliebt ist, dass man dann auch, ich weiß nicht, so ein bisschen einen vielleicht eher unangenehmen Geruch gerne wegsteckt, weil man diesen Menschen eben so liebt und akzeptiert, dass man das denn für den vielleicht auch tun könnte? Ja, das Problem für mich ist halt, wenn ich also dabei den aktiven Part habe, dann ist eben irgendwo in dem Moment, wo dieser Geruch kommt oder wo überhaupt die Vorstellung kommt, dass er kommen könnte, da fällt für mich eine Klappe und dann fällt leider auch noch was anderes. Warst du immer schon schwul oder hast du Erfahrung mit Frauen? Also ich habe vor ungefähr 10 Jahren einmal was mit einem Mädel probiert, mit einer sehr guten Freundin von mir. Und mit der bin ich bis heute befreundet, ist die Mutter von meinem Patenkind. Ach so. Und da haben wir mal was probiert und das hat auch nicht funktioniert. Also nein, also mit einer Frau habe ich nie richtig was gehabt und das will ich auch gar nicht. Also ich habe schon immer gewusst. Also es gibt sicher viele, vielleicht nicht sehr viele, aber sagen wir nicht viele, sagen wir einige Schwule, die das genauso sehen wie du. Aber da muss man halt andere Varianten in der Sexualität finden, die durchaus auch sehr geil sein können und... befriedigend. Genau. Ne? Also man muss das ja nur nicht machen. Wenn es nicht dein Ding ist, ist es nicht dein Ding. Naja, ich würde ja vielleicht gerne heute Abend, wenn der eine oder andere Lust hat, darüber zu reden, auch noch über eine sehr extreme Art der Sexualität, der Analsexualität reden, nämlich über das Fisten. Ja, gut, das... Das ist ja nur auch was ganz Wahnsinn. Das kennt man aus Videos oder so, ne? Und auch so von irgendwelchen Zeitschriften her und Magazinen her und so. Ich kenne persönlich Leute, die das betreiben. Ja gut, aber das ist eine Sache, die ich mir also überhaupt nicht vorstellen könnte. Ja, klar. Ich wollte gerade nur sagen, das ist ja dann das ganz Extremste überhaupt, was es gibt. Gut, Rüdiger, ich wünsche dir mit der Sexualität, wie du sie jetzt für dich da gefunden und definiert hast, alles Gute. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Ja, ich habe nochmal eine Frage. Bitte. Wäre es irgendwie möglich, dass ich irgendwie von dir nochmal so eine Autogrammkarte kriege? Na klar, oder so? Sehr gerne. Ja, wäre super, weil irgendwo, ich finde deine Sendung ganz klasse und ich finde dich auch ganz toll. Und sehr nett von dir. Du legst bitte auf, wir rufen dich an wegen der Adresse. Und die anderen, die ein Autogramm haben möchten, ruft bitte am Tage diese Nummer hier an, diese 0800 5678 111, bekommt ihr eins zugeschickt. Obwohl es ein bisschen dauert, weil wir so viele Anfragen haben und es stapelt sich im Moment alles. Aber du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Rüdiger, alles Gute. Danke. Tschüss.
1.34 Uhr und 47 Sekunden. Kleine Pause. Und exakt 35 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR. Telefon-Talkshow Domian, heute mit dem Thema Geschichten rund um den Po. Ich unterhalte mich mit euch über Krankheiten, die den Po betreffen, über Erotik und Sexualität, die den Po betreffen. Oder vielleicht auch so Schönheitsideale, die sich um den Po drehen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen übrigens sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören. Sandra, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sandra. Du klingst aber komisch. Ja, ich habe ein bisschen eine raue Stimme. Ja? Nee, es liegt irgendwie an der Leitung. Aber wir verstehen dich schon. Leg mal los. Ja. Also erstmal ein großes Lob an die Sendung, die finde ich ganz toll. Dankeschön. Und naja, mein Problem ist, ich bin seit 2 Wochen mit meinem Freund Uli zusammen. Und wir hatten auch schon einen normalen Geschlechtsverkehr, jetzt geht es um den Analverkehr. Wir hatten mal darüber gesprochen, habe aber von dem Thema abgewichen, weil ich ziemlich viele Pickeln auch auf dem Po habe. Aha. Und das juckt auch manchmal so extrem, dass ich mir jetzt krustig kratze, Und jetzt weiß ich nicht, wie ich ihm gegenüber mich verhalten soll. Und ich habe. Also, erstmal muss ich sagen, bin ich erstaunt, dass das jetzt schon so schnell aufs Tablett kommt, dieses Thema. Ihr seid erst 2 Wochen zusammen und schon. Ja. Aber ich meine, ist ja in Ordnung, wenn das geht von ihm aus, ne? Er hat das geht richtig. Hast du Erfahrungen mit Analsex? Nee, gar nicht. Hast du auch ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht wehtun könnte? Richtig, das habe ich auch. Natürlich habe ich die Angst davor, aber ich bin nicht abgeneigt, das auf jeden Fall mal aus. Ja, und ich habe das jetzt richtig verstanden, dass das Hauptproblem eigentlich darin besteht, dass du dich vielleicht ein wenig schämst wegen der vielen Pickel auf den Po-Backen. Richtig, ganz genau. Aber die hat er doch auch jetzt schon gesehen, oder nicht? Nee, das ist jetzt so, wir hatten jetzt schon mehrmal normalen Geschlechtsverkehr gehabt, nur ist es immer so, dass es im Dunkeln passiert ist. Passiert das im Dunkeln, weil du dich... Weil ich mich schäme wegen meines Po. Aber das fühlt er doch, wenn er deinen Po streichelt, dass da... Ja, also er hat mir gesagt, ich denke mal, er hat es gefühlt. Aber wir haben jetzt so direkt nicht darüber gesprochen, weil wir uns halt noch wenig kennen. Also ich finde ja, gerade wenn man ein junges Paar ist, also ich finde, dass man sich schon ganz gut kennen sollte und dass da viel Vertrauen da sein sollte, wenn man in diese Analsexpraktik überwechselt. Ja. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen früh mit euch. Guck mal, ihr erkennt dich nicht mal ganz nackt im Licht und dann willst du schon auf diese Ebene gehen. Ich finde, das ist erstmal der nächste Schritt, dass du erstmal auch ganz offen mit deinem Körper umgehen solltest. Richtig. Und ihm auch mal einfach deinen Po zeigen solltest und mal nackt in der Wohnung rumlaufen solltest. Damit er sich daran gewöhnt und du auch das Gefühl kriegst, der akzeptiert mich so, wie ich bin. Und das macht dem gar nichts aus. Ja, sicher. Oder wenn du ganz offensiv sein willst, was eigentlich immer das Beste ist, das tut einem am besten, dass du ihm das einfach sagst. Pass mal auf, ich schäme mich ein bisschen wegen der Pickel auf dem Po. Ja, das ist immer leichter gesagt als getan. Ich weiß, aber... es gibt ja die beiden Möglichkeiten, dass du es so peu à peu erstmal machst, dass es Licht anlässt, damit er das sieht. Oder dass du es sagst. Aber du bist schon neugierig darauf. Ich bin schon neugierig. Mich würde es schon interessieren, richtig. Wie kommt diese Neugier? Es gibt ja nur viele Frauen, die sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Ja, ich habe viele Freunde, mit denen unterhalte man sich so jetzt im Groben und im Ganzen mal so über Analverkehr. Und dann sagt die eine mal, das gefällt dir so. Und klar, dann ist man neugierig, man möchte es dann auch mal ausprobieren. Ich meine, es muss nicht jetzt sofort sein. Ja. Nur mein Freund, der hat es mal angesprochen, dass er auch da drauf steht. Ja. Also, in Anbetracht der schlechten Leitung würde ich jetzt gerne nochmal abschließend sagen, lasst euch doch ein bisschen Zeit.
Weil es wirklich eine Vertrauensgeschichte ist, dass es auch dann für dich auch schön ist und dass es dir nicht wehtut. Ja. Und geh ruhig ein bisschen selbstbewusster und offensiver mit deinem Po um, wenn da ein paar Pickel drauf sind. Du lieber Gott, ist ja nicht schlimm, wenn dein Freund dich lieb hat, ist es egal. Oh. Und dann tastet euch mal vorsichtig an diese heikle Sache ran. Ja, Wahnsinn. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja. Tschüss, Andra. Ja, danke. Tschüss. Eva, 64 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eva. Ja, ich habe eine ganz lustige Geschichte. Ich bin gespannt. Außerdem haben wir beiden schon mal gesprochen. Ich bin die Verrückte, die zu Ostern ihrem Mann die Eier angemalt hat. Ja, ich erinnere mich natürlich. Ja. Das hast du mir, glaube ich, voriges Jahr erzählt. Genau so ist es. So und eine Eva bist du, ja, ja. Ja, ich bin eine ganz schlimme. Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte zum Thema Po. Ja, und zwar sind wir in einem Bootsclub gewesen. Wo, in einem? Im Bootsclub. Im Motorbootclub. Motorbootclub. Ja. Das ist aber kein Swingerclub. Nein, das ist rein Motorbootfahrt. Was ich mir alles denke. Okay, ein ganz normaler Motorbootclub. Ja. Ja, und dann kamen wir denn schließlich um eine Wette. Und da hieß es, ihr traut euch ja nicht, dass dein Mann auf dem Rücksitz kniet, nackten Po an der Windschutzscheibe, du fährst in Hannover um den Steintor. Halt, er sitzt auf dem Rücksitz. Er auf dem Rücksitz. Hockt. Und streckt den Po quasi aus dem Hinterfenster raus. Nein, aus dem Vorderfenster. Aus dem Vorderfenster, also sitzt er auf dem Nebensitz. Auf dem Vordersitz. Vordersitz, ja. Habe ich falsch verstanden. Ja, Vordersitz. Sicher. Und also wenn man jetzt vor dem Auto stehen würde, würde man rechts dein Gesicht sehen und links seinen nackten Po. Ja, genau. Ja. Und dann hatte ich mir noch den Schnuller meines Sohnes im Mund gesteckt. So. Das war die Wette. Das war die Wette. Und wir mussten einmal in Hannover um den Steintor, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenne ich nicht. Das ist also eine Hauptverkehrszone in Hannover, Innenstadt. Ja. Ziemlich befahren. Ja. Am Sonntagmittag, es ist ein Kreisel. Mein Gott, am Sonntagmittag, wo die Leute gerade aus der Kirche kamen. Kirche nicht unbedingt, aber der Steintor, der ist also ziemlich besucht und da sind auch zig Ampeln. Ja. Und naja, und wie ich das Glück nun hatte, also ich habe die Wette angenommen, mein Mann hat mitgemacht. Wie kam es eigentlich zu dieser Wette, vorab noch kurz erzählt? Einfach nur so oder um was ging es da? Es ging eigentlich um Blödsinn, um eine Kiste Bier. Um eine Kiste Bier? Mhm. Ja. Da hast du gesagt, eine Kiste Bier ist eine gute Sache, machen wir. Ja, nee, nicht eine gute Sache, wir haben einfach gesagt, wir haben den Mut, wir machen das. Ja, ja. So, und mein Mann war Fußballer und hatte auch einen richtigen schönen, knackigen Po. Mhm. Und dann habe ich mich an Steuer gesetzt und habe gesagt, die Wette verliert ihr. Ja. Und das hat keiner geglaubt und habe mich gesagt, ihr werdet es sehen. Ja. Naja, und dann haben wir das gemacht und sind in Hannover mitten am Sonntagmittag in Hannover um den Steintor gefahren. Ist ja nicht wahr. Wie lange braucht man denn, um da rumzufahren? Ja, das muss ich dir sagen. Da sind zig Ampeln. Ja. Und das Glück hatte ich, die Ampeln schalteten auch auf Rot. Mhm. Und dann standen neben mir ja auch Autos. Ja, das wäre nicht eher ein Glück für dich, sondern ein Pech, ne? Das war Pech, natürlich war das Pech. Aber ich habe den ganz freundlich rübergelächelt, habe meine rechte Hand genommen, meinem Mann so ganz zart über diesen Po gestrichen. Aber du konntest ja gar nicht richtig lächeln, weil du den Schnuller im Mund hattest. Doch, das ging. Das ging, Das ging. Okay. Und habe also Haltung bewahren, konnte mich vor Lachen natürlich nicht halten. Wie haben denn die Leute reagiert, die in den Nebenautos saßen? Die waren entsetzt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich bis heute ja gewundert, dass wir nie eine Anzeige gekriegt Die Kinder haben. In den Autos wurden wahrscheinlich unten gedrückt, dass die nicht gucken durften, ne? Oder meine, sowas. Unsere Kinder? Nee, die Kinder in den Nebenautos, die wurden da unten gedrückt, dass die das nicht sehen sollten. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Also es war, dass da kein Unfall passiert ist. Also es gab keine Anzeige? Nein, es gab keine Anzeige. Und die Polizei tauchte auch währenddessen gar nicht auf? Nein, die tauchte auch nicht auf. Oh, hat man euch beschimpft irgendwie? Nein, beschimpft das auch hat nicht. Man uns auch nicht. Man hat uns nur entsetzt angeguckt. Ja, die haben gedacht, was sind denn das für Bekloppte, ne? Ja, das waren wir ja auch. Also nochmal die Frage, wie lange hat die ganze Tour gedauert? Die 10 Minuten? Die Tour hat ungefähr 20 Minuten So gedauert. Lange? 20 Minuten. Was für eine unbequeme Stellung für deinen Mann auch, 20 Minuten da so in dem Auto zu hocken. Ja, vor allen Dingen fing er so allmählich an zu schimpfen, weil ich bei jeder Ampel ihm sanft über den Po strich. Der Arme. Und
unsere Freunde, die hatten sich an den Seiten postiert, ja, damit auch diese Wette durchgehalten wurde. Ist klar, ich muss natürlich aufpassen. Natürlich. Aber du glaubst gar nicht, seitdem habe ich diesen Po meines Mannes geliebt. Es war traumhaft. Haben die euch denn wenigstens so ein bisschen applaudiert und euch angefeuert? Natürlich, das haben sie auch gemacht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es danach dann ein großes Fest und ein großes Besäufnis gab. Es gab ein großes Besäufnis. Ja. Und der Kasten Bier war schnell wieder weg. Das war nicht nur einer. Ja, das glaube ich. Aber es war ein wahrer Spaß. Und naja, ich habe ja schon mal angerufen. Also ich glaube, ihr Leute da in Hannover seid ganz schön Jeck drauf. Ne? Jeck ist gar kein Was du mir neulich erzählt hast und diese Geschichte jetzt, bin ich gespannt. Ja, da kann ich dir ganz schnell noch eine Geschichte erzählen. Aber nur, wenn die zum Thema Po gehört. Nein, die gehört nicht zum Thema. Da machen wir es ein andermal. Da freue ich mich auf dich und weiß, wer du bist. Also wir haben nur Blödsinn im Kopf. Ich bin gespannt auf das nächste. Weißt du, was das Schlimme ist? Na? Ich bin heute noch. Davon gehe ich aus, das merke ich auch, dass du noch voller Vitalität bist, Eva. Ja, und ich habe eine Tochter, die ist 36, die tritt jetzt so allmählich in meine Fußstapfen. Also in einem Dreivierteljahr spätestens unterhalten wir uns wieder und dann höre ich die nächste Geschichte, okay? Ja, und die ist nicht viel besser. Ich bin gespannt. Alles Gute, tschüss. Also, tschüss. Mann. Patrick oder Patrick? 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Sage ich Patrick oder Patrick? Patrick. Ja, mein Lieber. Thema Po. Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt für mich nicht ganz einfach, darüber zu reden. Und zwar lebe ich jetzt schon seit 2 Jahren komplett ohne Unterleib. Mhm. Wie kommt das? Was bedeutet das? Also ich bin damals, aufgrund, dass ich keine Ausbildung hatte zu diesen Jahren, also da war ich 18, bin ich zur Musterung einberufen worden, bin dann auch nach Essen in die Kaserne gekommen. Mhm. Und halt beim Fallschirm-Testsprung, muss ich sagen, war wahrscheinlich meine eigene Dummheit, hatte ich den Schirm wohl nicht richtig gefaltet. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass sich halt nur der Notfallschirm öffnete. Also du bist nicht nur zur Musterung gekommen, sondern du bist dann auch eingezogen gewesen und warst bei den Fallschirmspringern. Jawohl. Genau. Mhm. Und das hat dann zur Folge, dass ich in eine Baumkrone gefallen bin, halt mit diesem zu spät geöffneten Notfallschirm. Ja. Ja, und daraufhin hat sich mein ganzer Unterleib so sehr zertrümmert, also mir wurde gesagt, ich habe das selber nicht wirklich wahrgenommen. Da war nur ein kurzer Augenblick, wo ich mich eigentlich in der Baumkrone wiedergefunden habe. Mhm. Und ja, als ich dann wieder aufgewacht bin, da war ich auch schon dann im Hospiz von der Bundeswehr, also im Kasernenhospiz. Ja. Ja, und da haben die Leute mich natürlich sofort langsam darauf vorbereitet, dass ich wahrscheinlich damit rechnen muss, meinen Unterleib abgenommen zu bekommen. Was heißt das genau? Was ist denn mit den Beinen? Mit den Beinen halt, die habe ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gespürt, die Beine, die sind halt nicht mehr da. Aber was heißt, also aber du hast deine Beine noch? Nein. Die Beine sind auch weg? Die sind komplett weg, das Becken eingeschlossen. Wie funktioniert das organisch? Wie geht das mit der Blase und mit dem Darm? Das wird alles durch, man muss sich das vorstellen, da hängen jetzt, ich trage einen Gürtel um meinen halt noch in etwa entstehenden Oberleib. Mhm. Und da sind halt 2 Behälter dran gemacht, befestigt. Mhm. Wo das dann halt, man muss sich das wie im Krankenhaus vorstellen quasi. Also du hast auch kein Geschlechtsteil mehr? Nein. Mhm. Wenn ich mir das denke, wie viel hast du noch unterhalb des Bauchnabels an Leib, an Körper? Das musst du dir zwischen 10 Zentimeter, ist dazwischen noch Haut und dann ist eigentlich gar nichts mehr da. Du musst doch Patrick ungeheure Schmerzen ertragen haben. Ja, das waren nicht wenige, das stimmt schon. Allein durch die ganzen Schmerzmittel, die ich da bekommen habe, das schlug dann so stark auf den Kopf, dass ich quasi Migräne bekommen habe. Also Schmerzmittel, die waren schon heftig auch. Mhm. Also man musste, weil es so zertrümmert war, die Hüften entfernen. Ja. Und das Geschlechtsteil war auch so beschädigt, dass man da nichts machen konnte. Da konnte man gar nichts mehr machen. Wie ist das denn sich vorzustellen jetzt von hinten? Ist denn noch ein Teil des Pos da oder ist das auch alles weg? Nee, das kommt, also du musst dir vorstellen wie einen halben Menschen. Mhm. Musst du dir das vorstellen. Mhm. Da ist halt nichts mehr, nicht mal der Ansatz davon. Mhm. Das heißt, du hast gar keine Kontrolle über deine Ausscheidungen. Das läuft da jetzt so rein, so wie es der Körper halt verarbeitet. Ja. Mhm.
Du wirkst sehr gefasst mit deinen 20 Jahren und hast ein ungeheures Schicksal zu ertragen. Ja, natürlich. Also dadurch, dass das so früh entstanden war. Also ich hatte zu der Zeit eine Freundin, mit der ich auch schon 2 Jahre zusammen war. Mhm. Und die hat die ganze Quälerei quasi ein halbes Jahr noch mitgemacht. Mhm. Woraus ich aber auch schließe, dass das eigentlich nur aus Mitleid war. Mhm. Wie lebst du heute? Lebst du alleine? Kannst du alleine leben? Also ich lebe jetzt im Moment mit meiner Großmutter zusammen, mhm. Die ist 75. Ja. Ja, und die tut halt so das Bestmöglichste, um mich da irgendwie zu versorgen. Mhm. Kannst du dich dann so alleine, kannst du dir alleine so helfen? Ich stelle mir vor, dass du kannst doch gar nicht alleine ins Bett dich bewegen, oder wie geht das? Das kann ich eigentlich nicht mehr alleine, das stimmt schon. Ich habe allerdings am Rollstuhl eine kleine Vorrichtung mit Stützen, also dadurch, dass ich die Beine nicht mehr beanspruche, bin ich eigentlich ziemlich armstark geworden. Mhm. Und halt bei wenn gar nichts mehr geht, da habe ich halt immer noch meine Großmutter. Es gab ja mal, ich habe den nie gesehen, aber ich habe die Bilder gesehen, mal einen amerikanischen Spielfilm mit einem kleinen Jungen, der auch, dessen Leib nur so bis zum Bauch ging. Und ich habe das Bild so in Erinnerung, dass der auf so einem Skaterbrett irgendwie so, auch mit den Armen so sehr immer in Aktion war und sich durch die Welt bewegt hat. Ja, das habe ich halt, wenn ich jetzt zu Hause unterwegs bin, da habe ich ein kleines Skateboard für mich. Mhm. Also ansonsten, wenn ich draußen jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwas einkaufen gehe, weil auf meine Großmutter kann ich da auch nicht immer verlassen jetzt, weil die ist ja auch schon ein bisschen älter, mhm. Dann nehme ich das halt selber in die Hand. Dann setze ich mich in den Rollstuhl rein und dann geht das los in der Stadt. Das ist auch eigentlich ganz praktisch, da ich ziemlich stadtnah wohne. Ja. Wie ist denn das Verhältnis mit deinen Eltern? Du sagst, du lebst bei deiner Großmutter. Warum nicht bei deinen Eltern? Ja, das ist das Problem. Meine Eltern, die sind damals, wie soll man das sagen, auf dem Weg nach Holland, da war ich 6, mhm. Sind die in einen großen Verkehrsunfall reingeraten. Ach so, die leben gar nicht mehr. Nee, seitdem lebe ich dann halt bei bei meinen Großeltern. Da ist die Großmutter quasi auch deine Mutterersatz gewesen. Ja, natürlich. Mhm. Wie hat sich denn so dein gesamtes Umfeld danach verhalten, nach diesem sehr, sehr schweren Schicksalsschlag, den du erlitten hast? Ja, du hast gesagt, die Freundin hat dich dann verlassen. Wie ist es mit Freunden? Ja, also ich muss sagen, Freunde haben sich größtenteils abgesondert. Das sind nur auch die, die ich irgendwo jetzt schon aus der Kindergartenzeit kenne, die wirklich mich so kennen, wie ich früher war und wie ich jetzt bin und die das so akzeptieren, wie ich jetzt bin. Mhm. Und der Restliche hat sich eigentlich verabschiedet. Bist du den ganzen Tag so für dich alleine oder arbeitest du gar irgendwas, was du machen könntest am Computer oder irgendwas? Oder bist du viel zu Hause alleine? Also ich bin eigentlich die meiste Zeit allein zu Hause. Was ich nur mache, ist mich im Internet über Behinderung zu informieren, mhm. Und da auch Heilmöglichkeiten zu vermitteln für eine große Firma. Mhm. Mhm. Achso, das ist so, aber das ist so eine quasi ehrenamtliche Tätigkeit, oder? Ja, schon. Ich bin wirklich ganz, ganz erschüttert, was du erzählst, weil sowas habe ich auch in dieser Sendung noch nie gehört. Wie lange hast du gebraucht, bis du das so für dich akzeptieren konntest, dass du keinen Unterleib mehr hast, dass alles weg ist? Also das Schlimmste hatte ich so nach einem Jahr überstanden. Mhm. Also in dem Jahr, wo ich dann wieder zu Hause gelebt habe, muss man sagen, habe ich mich eigentlich ziemlich gehen lassen. Also ich bin ziemlich am Alkohol entlang geschraubt auch. Mhm. Und ja, und dann hat sich das erst so nach einem Jahr ergeben, dass ich da irgendwie mit zurechtkam. Ich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich so in so Phasen kommt, dass man sagt, ich will gar nicht mehr leben. Wie soll ich denn so als Kuppel, als halber Mensch quasi noch existieren? Ja, da hält mich halt der Aspekt am Leben, dass ich halt vor allem Kindern, also noch Junge von 6 bis 18 aufwärts, ja, halt im Internet vermittel. Also da setze ich mich schon sehr für ein. Mhm. Was hattest du denn früher so für Träume? Du wolltest, Fallschirmspringen ist ja schon eine tolle Sache. Was wolltest du so beruflich machen? Ja, das war schon auch aufs Sportliche hinaus. Also ich war sehr Handball und Basketball begeistert und wollte dann auch eigentlich mal hobbymäßig oder auch beruflich mal irgendwie in die Kreisliga vom Handball. Mhm. Also sogar eventuell Profi mal werden? Ja, natürlich. Ja. Kriegst du denn jetzt wenigstens eine ordentliche Rente von der Bundeswehr? Von der Bundeswehr kriege ich eine kleine Rente über 500 Mark. Mhm. Und ich hatte halt damals eine Versicherung abgeschlossen, von der ich jetzt noch 400 Euro im Monat erhalte. Ja, das heißt, du kommst so einigermaßen finanziell über die Runden. Ja, schon. Wenn man das dann wieder abrechnet mit den Krediten, die ich damals aufnehmen musste, damit ich hier die ganzen Einrichtungen für die Wohnung bezahlen musste. Also
konnte ja auf die normalen, auf die normalen Aktivitäten, die man normalerweise in der Wohnung, in seiner eigenen Wohnung jetzt zurückgreifen kann, konnte ich gar nicht mehr zurückgreifen. Ne? Nun hast du ja auch erzählt, dass du eben auch keine Geschlechtsorgane mehr hast. Wie ist das? Hast du demzufolge auch überhaupt gar keine erotischen Sehnsüchte mehr? Ist das alles weg? Also die spielen sich eigentlich quasi nur noch im Kopf ab. Also körperlich ist klar, läuft da nur noch sehr wenig. Gerade auch zu diesem Thema, gibt es da manchmal so auch Phasen in deinem Leben, wo du mit deinem Schicksal haderst und denkst dich, ach, wie gerne würde ich das nochmal erleben damals? Ja, natürlich, also das wäre schon schön. Also ich wünsche mir nichts Sehnlicheres zurück als zwei Beine. Ne? Also ich suche noch zum Beispiel regelmäßig jetzt Handball und Basketballaktivitäten in Vereinen, in Bezirksliga. Und ja. Ja. Diese Sendung heißt ja Geschichten rund um den Po. Und bei dir ist es so, dass du dir einen Po wünschen würdest. Ne? Ja, wir haben gerade so spielerisch darüber gesprochen, was man alles so machen kann. Bei dir hat das ja eine ganz, ganz ernste Komponente. Ja, also. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um auch so mit dieser Ausscheidung, dass du die eben nicht kontrollieren kannst, damit zurechtzukommen? Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor und auch vielleicht auch unter ästhetischen Gesichtspunkten, dass es riecht oder dass man damit nicht richtig mit umgehen kann. Ja, das war eigentlich der härteste Teil an der ganzen Sache, muss ich sagen. Also im alltäglichen Leben. Weil man wird dann von heute auf morgen wird man halt dahingestellt und du musst irgendwie sehen, wie du klarkommst, ne? Also dann hast du auf einmal die zwei Schläuche da und du hast nicht mehr dieses Gefühl nach, ich muss mal. Und dann wünscht man sich dieses Gefühl, was sonst eigentlich oft lästig war, wünscht man sich dann schon wieder da. Ja. Also, aber es besteht halt nicht mehr. Du siehst halt nur. Wie geht das denn nachts? Hast du nachts auch diese Dinger da an dir angebracht? Oder ja, natürlich. Das schon? Aber das heißt, du kannst dich da auch nicht dann so auf die Seite legen oder auf den Bauch? Das geht dann das nicht. Das wird schwer. Also ich muss immer eigentlich, ich liege quasi den ganzen Tag, also die ganze Nacht auf dem Rücken. Und ja, morgens mit dem Aufstehen, dann werden halt die beiden Behälter wieder vom Bett abgemacht und an meinen Rollstuhl beziehungsweise an meinen Gürtel dran geklemmt. Du bist ja nun wirklich so jung noch, 20 Jahre erst alt. Was sind deine Wünsche so für die Zukunft? Du bist wahrscheinlich so ein ganz gesunder junger Mann. Ja, das Problem war immer, den größten Wunsch hatte ich eigentlich immer, eine gesunde und vor allem gut funktionierende Familie zu gründen. Der wurde mir jetzt halt hauptsächlich genommen, der Traum ist eigentlich das Schlimmste daran. Das heißt, du hast dich für dich schon quasi damit abgefunden, dass du keine Familie haben wirst und keine Frau haben wirst. Ja. Ja. Was sind darüber hinaus noch so Wünsche? Gibt es noch berufliche Wünsche? Könntest du dir vorstellen, beruflich irgendwas zu machen? Also im Berufswesen wollte ich eigentlich immer irgendwas in die Richtung im IT machen, weil ich auch schon von klein auf, dadurch halt, dass ich keine Eltern hatte, habe ich irgendwo mehr mich mit dem Computer beschäftigt von klein auf. Das ist natürlich auch ideal dann für dich, ne? Dass du mit dem Computer arbeitest. Ja, natürlich, deswegen. Hast du eigentlich jetzt auch noch Schmerzen? Jetzt auch nach diesen Jahren noch? Also es kommt drauf an, ich lege mich ja quasi wund, wenn ich jetzt unten, man muss sich das vorstellen, an der Unterseite meines Körpers ist eine dicke Narbe und die wird wundgeschwollen beim Schlafen oder beim Sitzen im Rollstuhl. Und das ist das Einzige, was mir eigentlich noch so Schmerzen zubereitet und da wird eigentlich einbalsamiert tagtäglich mehrere Mal. Das machst du selbst oder macht deine Großmutter das? Das macht meine Großmutter, das kann ich gar nicht selbst, weil ich hinten nicht optimal drankomme. Das heißt, wenn deine Großmutter das irgendwann nicht mehr machen kann, bist du schon auf fremde Hilfe angewiesen. Ja, natürlich. Ja. Ich stelle mir das so vor, dass so der Rumpf eine ganze, von unten ganz zugenäht wurde. Ist das so ja, richtig? So ist das. Ja, und da ist die große Narbe dann halt. Patrick, das finde ich sehr traurig, was du mir erzählt hast. Ich muss das nochmal sagen. Ja. Finde aber auf der anderen Seite super, super, wie du damit umgehst. Du bist ja sehr, sehr gefasst und sagst auch, dass du mit jüngeren Leuten dich da beschäftigst und im Internet viel arbeitest mit Behinderten zum Thema Behinderung und so weiter. Ja, klar, das ist für mich das Einzige, was ich tun kann. Ich meine, früher habe ich mich damit nicht beschäftigt. Man hat sich halt nicht selbst betroffen gefühlt. Aber wenn man dann irgendwo das Problem an einem eigenen Leib erfährt, dann wird das für einen umso wichtiger, noch jüngere Betroffene. Ja, dennoch, alle Achtung von meiner Seite aus. Ich glaube, dass manch einer sich das Leben genommen hätte nach so einem schweren Unfall oder völlig abgedriftet wäre, vielleicht in Drogen, in Alkohol oder vielleicht auch in einen psychischen Einbruch geraten wäre. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute, Patrick. Ja, danke. Von Herzen.
Schön, dass du angerufen hast, schön, dass wir geredet haben. Ja, Respekt an deine Sendung, Julian. Dankeschön. Tschüss, Patrick. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt hat die Sendung etwas traurig geendet, aber das gehört halt auch dazu. Und das wäre eine sehr beeindruckende Geschichte, die der Patrick uns erzählt hat. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir nicht im TV, nicht im Fernsehen, dafür im Radio bei 1 Live mit einer offenen Telefon-Talkshow, 1 Uhr, Radio 1 Live und übermorgen dann auch wieder im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.